Hallo, heute machen wir wieder einen Stern zum Aufhängen. Dazu benötigen wir weißes Garn, Schere, eine Häkelnadel Stärke 2. Wir beginnen mit 10 Luftmaschen, die wir zu einem Kreis schließen. Nun wird in jede zweite Luftmasche 2 feste Maschen gehäkelt. Zwischendurch wird immer eine feste Masche gehäkelt. Diese Runde beginnen wir mit 3 Luftmaschen. Nun wird in die übernächste feste Masche ein Stäbchen gehäkelt und diese 2 werden zusammen abgemascht. Daraufhin folgen wieder 3 Luftmaschen. Nun kommt ein Stäbchen in das vorherige Stäbchen. Es folgt wieder ein Stäbchen in die übernächste feste Masche. Diese Stäbchen werden nun wieder zusammen abgemascht und jetzt folgen wieder 3 Luftmaschen, also dieselbe Reihenfolge, die gesamte Runde. Die letzten 3 Luftmaschen werden anders gehäkelt. Da häkeln wir eine Luftmasche und dann kommt ein Stäbchen in die ersten 2 Stäbchen, so dass wir in der Mitte des Bogens aufhören. Diese Runde beginnen wir nun mit 3 Luftmaschen wieder. Diese 3 Luftmaschen sollen immer ein Stäbchen darstellen. Weiter geht's mit 2 Stäbchen. Nun folgen 5 Luftmaschen. In den nächsten Bogen kommen wieder 3 Stäbchen. Diese Reihenfolge wird nun auch die komplette Runde gehäkelt. Die letzten 5 Maschen werden mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen wieder beendet. Das Stäbchen häkeln wir in das erste Stäbchen der letzten Runde. Wir beginnen die Runde wieder mit 3 Luftmaschen. Wie schon gesagt, das soll das erste Stäbchen der Runde darstellen.
Daraufhin folgen drei Stäbchen. Weiter geht's mit vier Luftmaschen. Diese vier Luftmaschen werden nun mit einer Kettmasche in das mittlere Stäbchen gehäkelt. Auf diese Kettmasche folgen nun wieder vier Luftmaschen. Und wieder die vier Stäbchen. Diese Reihenfolge wird nun wieder die gesamte Runde gehäkelt. Wir beginnen diese Runde wieder mit drei Luftmaschen. Nun werden in die vier Stäbchen noch zwei Stäbchen gehäkelt, dass insgesamt am Schluss drei Stäbchen bei rauskommen. Jetzt werden fünf Luftmaschen gehäkelt, die nun wieder mit einer Kettmasche in die vorherige Kettmasche gehäkelt werden. Daraufhin folgen wieder fünf Luftmaschen. Und die drei Stäbchen. Ich setze die Stäbchen immer in die Zwischenräume von die vier Stäbchen der vorherigen Runde. Auch die nächste Runde beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen. Nun folgen wieder sechs Luftmaschen die nun wieder mit einer Kettmasche in die vorherige Kettmasche gehäkelt werden. Nun folgen wieder sechs Luftmaschen und die zwei Stäbchen. Auch diese Reihenfolge wird wieder die gesamte Runde gehäkelt. Diese Runde beginnen wir mit drei Luftmaschen. Dann häkeln wir weitere sieben Luftmaschen. Jetzt kommt wieder eine Kettmasche in die vorherige Kettmasche. Jetzt häkeln wir wieder sieben Luftmaschen. Nun folgt ein Stäbchen zwischen die zwei Stäbchen der letzten Runde.
Diese ersten drei Luftmaschen sollen natürlich auch ein Stäbchen darstellen. Diese Reihenfolge wird auch die gesamte Runde gehäkelt. Dann wird das letzte gut verknotet, dass wir eine Schlaufe haben. Danach wird der Stern noch gespannt und gestärkt. Ich stärke den mit Holzleim, dann ist er fest genug für den Baum. Bis bald. Vielleicht hat euch das Video gefallen, dann lasst doch ein Like da.